Ein großes Feld über 2000 Meter Hindernis bei den Männern der A-Lauf, unter anderem auch mit der Ehrturm baden-württembergischen Landesmeisterschaften. Die sind natürlich hier auch mit dabei. Wer ist alles mit im Boot? Christian Steinhammer ist dabei, vierfacher österreichischer Meister, sowohl über drei Hindernisse als auch über 5000 Meter. Dann haben wir dabei Philipp Reinhardt, zweifachen deutschen Jugendmeister des vergangenen Jahres. Jetzt in Führung Rico Schwarz, der deutsche 10-Kilometer-Meister auf der Straße und auch schon deutscher Crossmeister gewesen. Nico Sonnenberg ist dabei, über drei Hindernisse, der eigentlich sonst auf den flachen Strecken unterwegs war, führte der U23 über 5000 Meter. Natürlich nicht zu vergessen, Benedikt Karus, der deutsche Meister 2012. Und auch Christoph Sander aus Österreich, zweifacher österreichischer Meister. So könnten wir hier weitermachen. Also ein illustres Feld an Läufern über 2000 Meter Hindernis. Und Sie wollen hier natürlich Ihre Zeiten vom letzten Jahr, also die 50 und 42, gucken. Deswegen wird hier auch ordentlich gehen. Anfeuern angesagt für die zwei Hindernisse als Vorbereitung für die 3000 Meter Hindernis. Auch da wollen sich Läufer natürlich für die Europameisterschaft in Schuss bringen. Mit der 466 der fünffache österreichische Meister Christian Steinhammer. Wir mitten zur Siegerehrung. Moritz Beinrich, Arsene Gimutali und Jakob Hein. Sowie Robert Franken, Markus Müller und Lukas Eisener bitte zur Siegerehrung. Der Meeting-Record wird immer noch gehalten von Jakob Arantani aus Uganda aus dem Jahre 2011, 28 48. Er scheint mir doch ein bisschen weit weg zu sein. Arantani, der selber 2012 48 lief, ist bei der WM im letzten Jahr 13. wurde. Also, die Aktiven, die hier dabei sind, die sind dann auch international aktiv. 2000 Meter Hindernis bei den Männern. Und hier vorne geht die Post ab, liebe Zuschauer. Letztes Jahr um 45, das soll heute schneller werden. Mit Christian Steinhammer, dem österreichischen Meister. Dahinter Benedikt Karus und dahinter dann mit der 56. Schauen wir mal. Also drei Läufer jetzt vorne, haben sich abgesetzt. Dann wieder eine Dreiergruppe, dann zwei Läufer mit Rico Schwarz, Markus Schüssel dahinter. Und vorne der fünffache österreichische Meister Christian Steinhammer, der macht die Pace vor dem deutschen Meister über 3000 Meter bis 2012, Benedikt Karus. Zwei Runden. Wir sind auf den letzten zwei Runden und hier mit der 66, das ist Nico Sonnenberg. Also da bin ich ja jetzt überrascht, Nico Sonnenberg bei seinem Debüt über die drei Hindernisse, gerade erst über 10.000 dabei gewesen mit 29.02, ein begnadeter Läufer auf der Flachdistanz und jetzt zeigt er den Hindernisläufen mal, wo es lang geht. Aber Benedikt Karus, der kommt hier auch nochmal. Der deutsche Meister 2012. Ein spannendes Rennen da vorne in der Spitze. Karus, Sonnenberg und Steinhammer. Deutschland gegen Österreich. Letzte Runde. 4 Minuten 32, 33. Also, es wird auf jeden Fall eine Zeit unter 45. Und jetzt geht er weg. Benedikt Karus, Lord Schwarzwald. Der hier natürlich auch in der baden-württembergischen Meisterschaftswertung mit dabei ist. Und Christian Stein.
Steinhammer, den kann ich folgen. Jetzt nochmal Anforderung für die beiden. Kares und Steinhammer. Steinhammer oder Kares? Zwischen den beiden entscheidet sich der Sieg. Dann Sonnenberg, dann Michael Wilms. Das ist jetzt die Spitzengruppe. Benedikt Kares hat er den Kerstmann-Sport, jawoll! Jetzt noch was als Hindernis. Da kommt der Brüder. Und es wird ein Sieg für den deutschen Meister 2012. Benedikt Kares, jawoll! 5:36:15. Das ist doch wieder mal eine Ansage. Schöne Zeit für ihn. Zweiter Christian Steinhammer, toller Lauf und Nico Sonnenberg mit einem guten Debüt über die Hindernisse. Und dann jubeln sie alle ein. Einige vielleicht mit Verbesserungen ihrer Topzeit, einige allerdings auch nicht. Wir bitte zur Siegerehrung Betty Kahambi Murugi. Betty Kahambi Murugi, please come to the victory ceremony. Ja, bevor wir zu dieser Siegerehrung kommen, liebe Leichtathleten, meine Damen und Herren, ich nochmals ganz gerne von euch einen dicken Applaus für unser Physio-Team um Volker Werner, der seit vielen, vielen Jahren tolle Arbeit hier.